Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nell und möchte gemeinsam mit dir etwas von Ack, Ralph Lauren und Moncler unboxen. Immer wenn ich diese Zitate lese, muss ich grinsen, weil ich bin wirklich nie irgendeinem Modetrend gefolgt, sondern wirklich meiner Intuition, meinem Herzen und dem, was mir gefallen hat in Kleidung und in Make-up. Mein Stil würde ich am ehesten beschreiben als klassisch, elegant bis leger. Wie ist es bei dir? Es würde mich interessieren. Läufst du irgendwelchen Modetrends hinterher? Lässt du dich von ihnen inspirieren oder denkst du einfach nur, das, was mir gefällt, das ziehe ich an, ich bin ich? Vielleicht magst du irgendwas in die Kommentare dazu schreiben. Also ich finde es wunderschön, wenn man selbst sein darf und möchte, auch wenn es nicht wirklich immer einfach ist. Und was ich hier an dieser Verpackung wirklich schön finde, ist diese schwarze Schleife, die ich sehr gerne als Haaraccessoire verwende, entweder als Haarband oder für den Pferdeschwanz als Schleife. Sieht echt total niedlich aus. Beim Auspacken war ich sehr überrascht, dass das Rot so rot ist und ich habe mich wirklich darüber gefreut, weil es wirklich eine wunderschöne Farbe ist und die wollte ich schon so lange haben. Gerade diese Jacke wollte ich auch sehr lange haben von Moncler. Leider habe ich nach einer sehr schweren Erkrankung ziemlich viel Gewicht zugelegt. Ich habe mich quasi verdoppelt und jetzt bin ich langsam dabei, das abzunehmen. Aber wirklich langsam. Ich stresse mich nicht mehr wegen solchen Sachen. Jetzt passe ich endlich in die XL rein. Das ist die Nummer 5. Für manche ist das wahrscheinlich, oh mein Gott, ist das groß. Für mich ist es endlich, passe ich da rein. So unterschiedlich ist die Wahrnehmung von Menschen. Eigentlich wollte ich diese Jacke im Store kaufen, aber leider gab es diese Jacke nicht in meiner Größe, in der Farbe im Laden zu kaufen. Deswegen musste ich sie online bestellen. Was ich bei Mytheresia bei Online-Bestellungen schade finde, ist, dass da kein Bügel mit dabei kommt. Und ich mag das, wenn die Sachen original auf den dazu passenden Bügel hängen. Ich weiß, es ist eine Macke, aber ich bin, wie ich bin. Außerdem macht es im Store einfach mehr Spaß einzukaufen als online, finde ich zumindest. Wie ist deine Meinung dazu? Nachdem ich diese Jacke mit Adleraugen inspiziert habe, habe ich gesehen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Und dann habe ich erst die Etiketten abgemacht. Für den Fall, dass man umtauschen möchte, immer Etiketten dran lassen. Das ist safe. Dann habe ich mir das Innenfutter noch einmal angeguckt und geguckt, ob man das waschen kann oder nicht, aus was die Jacke besteht. Und zwar ist die Außen- und die Innenseite entweder aus 100% Polyamid oder Nylon. Und gefüttert ist sie mit 90% Daunen und 10% Federn. Man kann sie bis zu 30 Grad Celsius waschen. Soll sie aber nicht in den Trockner reintun, sondern liegend trocknen lassen. Man kann sie natürlich zur Reinigung bringen. Die machen die Sache für einen auch. Und für die Menschen, die sich gerne Comics angucken, zeige ich noch einmal hier dieses hübsche Bild. Wer es lesen kann, ist im Vorteil. Ich kann es nicht so gut. Auf dem Schild stand auch irgendwie Made in America. Zumindest dachte ich das, aber Edge, es steht Armenien drauf. Es wird in Armenien hergestellt. Die Passform der Jacke ist als sehr eng beschrieben, körperanliegend. Das kann ich auch bezeugen. Ich bin jetzt 1,73 Meter groß und trage die Größe 5 voller Stolz. Die Jacke trägt den Namen Buddy und hat eine Kapuze, die man abnehmen kann. Es gibt diese Druckknöpfe, die kann man aufmachen, die Kapuze dann abmachen und dann gibt es eine Leiste, wo noch so ein anderer Knopf am Kragen ist. Das heißt, man kann am Kragen beide Knöpfe zumachen und dann ist die Leiste schön verschlossen. Die Jacke sieht nicht so aus, als hätte sie jemals eine Kapuze angemacht, wenn man diese entfernt, was ich echt super schön finde. Und was auch noch toll ist, es gibt diese Gummibänder mit diesem Druckknopf an der Seite. Und wenn man an der Schnur zieht, kann man die Kapuze ganz eng um seinen Kopf machen, wenn der Wind weht. Das ist dieser Druckknopf hier. Und das finde ich richtig gut. Das haben all meine Burberry-Jacken auch. Das hat nicht jede Jacke unbedingt, aber Moncler macht das auch sehr gerne. Und das ist wirklich super, wenn es dann stürmt. Dann hat man diese Kapuze auf und braucht im Grunde auch keine Mütze, weil die so warm ist. An sich ist diese Jacke auch sehr, sehr warm. Und ich freue mich, dass ich wieder Moncler-Jacken tragen kann. An jedem Knopf ist natürlich der Firmenname draufgeschrieben und am rechten Oberarm befindet sich auch dieses typische Hannen oder was auch immer Symbol drauf. Auch an den Ärmeln gibt es diese Druckknopfverstellmöglichkeit, dass man sie noch enger machen kann, wenn es wirklich stürmt und schneit, damit der Schnee nicht reinkommt. Weil eigentlich ist ja Moncler für die Skisachen bekannt geworden. Das ist eine Firma aus Italien mit dem Hauptsitz in Milano und deswegen hat es mich so gewundert, dass da Made in Armenien steht und nicht Made in Italy. Aber die Welt ändert sich. Am linken Oberarm ist eine kleine Tasche, in die kann man den Skipass reintun oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten reintun. Da ist auch das typische Logo. Die Firma selbst wurde 1952 gegründet, ist also schon ein bisschen älter und der Name kommt durch eine Alpenstadt, Monastère de Clermont, natürlich in Frankreich. Was ich noch von früher weiß, ist, dass die Jacken wirklich sehr lange halten und sehr gut verarbeitet sind. Die Qualität ist toll, die Stitchings liegen da, wo sie sein sollten. Und ich mag auch diese doppelläufigen Reißverschlüsse. Es gibt zwei Reißverschlüsse und wenn man die Jacke zumacht, kann man quasi sie unten und oben oder unten und oben öffnen, so wie man möchte. Und das gefällt mir sehr gut, denn ich mag Kleidungsstücke, die einen die Möglichkeit
bieten, zu variieren, sich bestimmten Optionen anzupassen, der Umgebung oder den eigenen Wünschen, dass man sie quasi selbst verändern kann, so wie man will. Und da gibt die Jacke auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und jetzt, wo ich sie angezogen sehe, mache ich mir schon Gedanken, zu welcher Kleidung ich sie anziehen kann. Und ich denke, optimal werde ich das finden mit schwarzer Kleidung, schwarzer Rolli, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, schwarze Mütze. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie mit Grau kombiniert sehr gut aussieht, mit weißen Sachen aber auch. Oh ja, ich sehe viele Möglichkeiten. Für meinen Geschmack finde ich die Jacke ein bisschen zu eng, aber das wird sich ja noch etwas ändern. Ich freue mich, dass ich noch das Glück hatte, diese Jacke in dieser Größe, in dieser Farbe zu bekommen und dass ich endlich wieder in Moncler reinpasse. Ich bin total glücklich und freue mich auf den Winter. Und das goldene Trio-Unboxing geht weiter. Der nächste Einkauf kommt aus dem Hause Ralph Lauren und da habe ich mir etwas Wunderschönes geholt. Ich mag die Schachtel. Ich hatte die Schachtel irgendwie selten gehabt und da war auch dieses Gummibandel drumherum. Es ist dunkelblau, fast schwarz und natürlich habe ich mir gleich gedacht, Haarband oder was machen wir noch was daraus? Ich mag das halt, wenn man Sachen, die man gratis bekommt, irgendwie in sein Leben einbindet und sie verwendet, damit sie nicht einfach nur Müll sind, sondern wirklich einen Sinn haben und gebraucht werden können. Und das Haarbänder finde ich die Tom. Man kann sie auch natürlich für Plissé-Röcke benutzen, wenn man eine dünnere Taille hat. Und was ich mir geholt habe bei Ralph Lauren, ist ein wunderschöner weißer Pullover. Er ist cremefarben, um ehrlich zu sein. Nicht dieses Schneeweiß, sondern cremefarben. Hat ein wunderschönes Zopfmuster vorne und hinten. Und auch an den Ärmeln gibt es dieses wunderschöne Muster weiterhin. Er darf in der Handwäsche gewaschen werden. Die Baumwolle ist so weich und kuschelig und es macht richtig Spaß, ihn zu tragen. Er hat einen langen Stehkragen, so einen Halbrollkragenpullover ist das, würde ich sagen. Den Pulli gibt es auch oder Rolli in dunkelblau, so leuchtendes Marineblau fast und in Rot. Ich habe ihn in der Größe XXL genommen, damit er richtig groß ist und an mir herumhängt. Ich mag das, wenn Pullis sehr groß sind, beziehungsweise Rollis, denn für mich ist es eindeutig ein Rollkragenpullover. Dieser monströse Fleck auf meinen neu gekauften Ark Boots kommt durch ein Chanel-Öl, das ich gekauft und aufgemacht habe. Tja, Chanel ist eben richtig teuer, ne? Ich kann immer noch nicht wirklich darüber lachen, aber es wird mir eine Lehre sein. Ich lerne sehr schnell. Diese cognacfarbenen Ark Boots, die ich hier habe, sind die neuesten, diese Ultra-Mini Ark Boots. Die habe ich von einer Freundin ausgeliehen, damit ich den Vergleich zwischen den Mini und den Ultra-Mini machen kann. Mini ist vorne, Ultra-Mini ist hinten. Ultra-Mini ist wirklich ein bisschen kürzer. Ich würde sagen, das ist geeignet für den Winter, für Menschen, die Warmblüter sind und nicht so dieses starke Kälteempfinden habe, während ich eher zu den Kaltblütern gehöre und sehr schnell friere. Ich brauche die Minis. Das Ultra-Mini wäre mir zu kurz, obwohl die wirklich sehr, sehr bequem und super weich sind. Aber wie gesagt, Mini ist für mich die perfekte Länge und die perfekte Passform. Das sind die bequemsten und besten und schönsten Winterschuhe, die ich jemals hatte. Und ich kann einfach keine anderen tragen, seitdem ich die hier gekauft habe. Das ist furchtbar und toll zugleich. Und manchmal bin ich fast traurig im Sommer, dass ich die nicht mehr anziehen kann. Aber es ist echt krank. Ich muss auch andere Schuhe anziehen. Aber wirklich, die sind so gemütlich und so weich und so angenehm, wie für mich gemacht. Hier noch einmal quasi der Vergleich. Vorne ist der Ultra Mini und da hinten der Mini. Den Ölfleck habe ich ein bisschen unauffälliger machen können, aber eine Narbe ist geblieben, sowohl an dem Schuh quasi als auch an mir. Andererseits stehen Narben für Erfahrungen, prägen uns, machen uns zu dem, was wir sind und lehren uns Dinge. Mit diesen dramatischen Worten möchte ich mich von dir verabschieden, dir einen wunderschönen Tag wünschen und danke fürs Zugucken. Bis bald!